Ja, ich komme aus Gross. Das liegt bei Einsiedlern am Silsee. Ich bin hier aufgewachsen in dem Dorf, bin eigentlich auch nie weggezogen. Bin immer hier eigentlich verwurzelt gewesen und auch immer zurückgekommen. Und das ist ja meine Heimat. Ja, die Passion vom Rennsport ist bei mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war ein begeisterter Rennsportfan. Und ja, ich bin dann früh so durch ihn in Kontakt mit dem Go-Kart-Sport gekommen. Und ja, da hat man natürlich als Kind auf einmal die Träume, Formel 1-Fahrer zu werden. Ich hatte ein Idol, Alain Prost zum Beispiel. Und ich war natürlich jedem Sonntag vor dem Fernseher, wenn ein Formel 1 Grand Prix gelaufen ist. Und genau gewusst, das will ich mal werden. Und habe dann nach meinem ersten Sieg in der DTM dann vom Norbert Hauge die Chance bekommen, den McLaren zu testen. Damals in Barcelona. Es war ein bisschen mehr ein halber Tag, als ich fahren durfte. Und zwar nicht einfach ein Auto, sondern es war das Auto vom aktuellen Weltmeister Mika Häkkinen. Das war natürlich eine spezielle Ehre. Und konnte so für mich dann auch einen Traum erfüllen. Leider war ich am richtigen Ort, zur falschen Zeit. Aber ich konnte mit dem auch abschließen, können sagen, gut, ich habe es wenigstens für einen halben Tag oder fast für einen ganzen Tag geschafft, Formel 1-Fahrer zu sein. Der grösste Erfolg in meiner Karriere ist ganz klar der 2011, der erste Sieg in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Ein absolutes Highlight war für mich, natürlich ein Traum als Rennfahrer. Meine Karriere hat ja in Le Mans eigentlich begonnen mit Formelfahren, weil das Team ist dort stationiert gewesen. Ich werde dann nie mehr vergessen, den Moment auf dem Podest oben. Das ist einfach, ja, ich glaube, das ist vergleichbar für mich, wie wenn ein Skirennfahrer Kitzbühel gewinnt. Oder jetzt ein Tennisspieler, vielleicht Wimbledon, das ist ein bisschen, für mich eine Gleichbedeutung wahrscheinlich, wie es für mich bedeutet, Le Mans zu gewinnen zu haben. Ich bin als erster Schweizer FIA-Weltmeister geworden, da in der Langstreckenweltmeisterschaft 2012. Und das ist schon, ich sage jetzt mal, wirklich nur mal einfach nur das Eintöpfchen auf meiner Karriere gewesen, nebst den drei Siegen in Le Mans, die ich insgesamt geschafft habe.